Grüß Gott und herzlich willkommen zur 9. Folge. Beinahe hätte ich Mahlzeit gesagt und guten Appetit gewünscht, denn wir fangen heute einmal mit der Beschreibung einer guten Mahlzeit an. Als 1768 der berühmte schwäbische Orgelbauer Karl Josef Rieb für die Mönche im Kloster Salem eine dritte Anweisung zur Registrierung seiner Orgel aufschrieb, die ersten beiden Anweisungen scheinen sie nicht verstanden zu haben, hat er sich einen Scherz erlaubt. Er hat die Register mit Lebensmitteln verglichen und zeigte den Mönchen, wie man daraus eine anständige Mahlzeit zusammenstellen kann. Den Bourdon 8 Fuß setzte er mit Rindfleisch gleich, die Oktave 4 Fuß mit Wein, Flöte 4 Fuß sei das Voressen, ein Ragout, das Quintertön 8 Fuß das Sauerkraut und die Superoktave 2 Fuß das Salz, die Mixtur schließlich das Gewürz. Da kriegt man richtig Hunger. Ganz so kalorienreich oder vielleicht sogar schwer verdaulich wollen wir aber gar nicht weitermachen. In dieser Folge geht es um einige Regeln, wie man verschiedene Register miteinander kombinieren kann, beziehungsweise wie man sie richtig anwendet, um den richtigen Klang zur richtigen Zeit zu erzeugen. Man kann den Registergruppen, die wir in den ersten Folgen vorgestellt haben, Funktionen zuweisen. Prinzipale sind eher kräftig und kommen daher vorrangig zum Einsatz, wenn kräftige Musik benötigt wird, zum Beispiel beim Gemeindegesang. Andreas, sei doch so nett und spiel uns einmal Prinzipal 8 und 4 Fuß wie zur Begleitung einer Gemeinde. Noch etwas Salz dazu mit der Superoktave 2 Fuß. Und kräftig gewürzt wäre es dann mit der Mixtur obendrauf. Das waren die Prinzipale im Hauptwerk, die ich primär für kräftige Stücke oder für eine singende Gemeinde in verschiedener Größe verwenden würde. Primär im leiseren Bereich und eher dann für die Stücke zum Beispiel vor dem Gottesdienst oder auch Musik während des Abendmahls geeignet, wenn die Gemeinde nicht singen sollte, wären die Flötenregister und die Streichergruppe. So etwa rohrgedeckt und salutational hier. Rohrgedeckt alleine. Salutational alleine. Beides zusammen. Oder wie die Klangfarben in den folgenden Klangbeispielen. Das waren jetzt kurz Wiederholungen zu Prinzipalen, Flöten und Streicher aus den Folgen 2 bis 4. Heute wollen wir ein paar Regeln und Schlagworte genauer anschauen, die ihr vielleicht aus der einen oder anderen Orgelschule schon kennt und die auch die Kombinationen unterschiedlicher Registergruppen betreffen. Eines dieser Schlagworte ist der Aufbau einer Registrierung als Klangpyramide. Im Grunde beschreibt es das Wort Pyramide schon recht gut. Die klangliche Basis muss stimmen, dann kann man auf ihm aufbauen. Aber zur Spitze hin muss man immer schlanker und weniger breit werden. Die Basis, das sind die Register zu 8 Fuß,
vielleicht noch unterstützt durch einen 16 Fuß. Jetzt muss man natürlich nicht alle 8 Fuß auf einmal nehmen, um darauf dann eine Mixtur setzen zu dürfen. Die richtige klangliche Basis meint nur, dass der eine 8 Fuß, den man verwenden will, kräftig genug sein muss, um den klanglichen Aufbau zu tragen. Und wenn er es nicht ist, dann sollte man ihn vielleicht mit einem zweiten oder dritten 8 Fuß verstärken, sofern vorhanden. Nach diesem Grundsatz wäre eine leise und zarte Quintade, Orgelbauer Reeb setzte das ja mit dem Sauerkraut gleich, und eine Superoktave, 2 Fuß, nach Reeb das Salz, obendrauf vielleicht eine ziemlich versalzene Angelegenheit. Ich will damit sagen, die Quintade haben wir mit der Streichergruppe besprochen. Die Superoktave gehört zu den kräftigen Prinzipalen. Hier wäre die Pyramide also oben breiter als unten und der Klang könnte kippen. Ganz wichtig ist mir bei diesem Beispiel aber eines. Quintade 8 Fuß und Oktave 2 Fuß miteinander zu kombinieren, ist nicht verboten. Aber man muss eben wissen, wann man sie einsetzt. Diese Mischung ist für ein leises Stück zu spitzig und zu scharf. Und für eine kräftige Gemeindebegleitung ist sie zu mager. Es fehlt das Fleisch. Wenn ich aber ein fröhliches, freches, witziges Orgelstückchen spielen möchte, dann könnte diese Registrierung gut passen. Zurück zur Klangpyramide. In diesem Begriff steckt noch etwas mehr. Der Aufbau beginnt gedanklich von der Basis her und darauf wird immer weiter aufgebaut. Auf 8 Fuß folgt 4 Fuß, dann eventuell ein 2 Fuß und darauf dann vielleicht höhere Register. Man denkt nicht von oben her, ich ziehe eine Mixtur und setze etwas darunter. Damit würden wir die Pyramide eigentlich auf den Kopf stellen. Wir hören gleich ein Klangbeispiel dazu von der italienisch inspirierten Orgel in Ditzingen, bei der auch die Mixtur in Einzelregister aufgeteilt ist. Da wird dieser Aufbau von unten nach oben vielleicht deutlich. Davor möchte ich noch einen Gedanken einbringen. Der Bau unserer Klangpyramide funktioniert nicht nur mit Prinzipalstimmen. Die Prinzipale können auch durch Flöten, eventuell verstärkt durch Streicher, vertreten werden. Unsere Orgel in Esslingen-Bergheim liefert dazu das Beispiel. An die Stelle des Prinzipal 8 Fuß tritt dort die Flöte 8, die vom Salizett 8 Fuß verstärkt wird. Auf diese beiden setzen wir den Prinzipal 4 Fuß, die Quinte 2/2 Drittel, den 2 Fuß und schließlich die Mixtur. Ein weiterer Aufbau geht nur von der Flöte 8 Fuß als Basis aus. Darauf setzen wir die Spitzflöte 4 und schließlich den prinzipalischen 2 Fuß. Diese Pyramide ist kleiner, weil auch der Unterbau aus Flöte alleine und der Flöte 4 Fuß vielleicht nicht die Mixtur verträgt. Thank you.
Eine Pyramide ist nicht das einzige Gebäude, das stehen bleibt. Das zeigt ein weiteres Stichwort, zum Beispiel die Lückenregistrierung. Bisher wurde der Teilton-Aufbau, wie in Folge 6 dargestellt, lückenlos aufeinandergesetzt. Möglich sind aber auch größere oder kleinere Lücken zu lassen. Hier in Tübingen könnte das zum Beispiel sein, das Suaviat 8 zusammen mit der Oktave 2 Fuß. Die Vierfußlage wurde dabei komplett ausgelassen. In unserer Kirche in Steinheim kann man sogar noch mehr auslassen und zum Beispiel nur den Achtfuß mit der Quinte 1/1 kombinieren. Kommen wir zu einem weiteren Schlagwort, das in älteren Orgelschulen noch immer herumspuckt, das sogenannte Äquivalverbot. Gemeint ist damit, dass man Register derselben Lage nicht miteinander vermischen sollte, also eine Kombination aus 2 oder 3 Achtfußregistern schlecht ist. Dabei kommt der Grund dieses Äquivalverbots aus einer ganz anderen Zeit. Am Ende des 17. Jahrhunderts schreibt Andreas Werkmeister wohl, dass man Prinzipale und Flötenregister oder dann auch Zungenstimmen nicht miteinander vermischen soll. 60 Jahre später begründet es Jakob Adlung, man solle vorsichtig sein mit Mischungen mehrerer Register der gleichen Fußlage, vor allem bei den Achtfüßen, denn dann werden Verstimmungen zwischen den Registern schneller hörbar, als wenn man Achtfuß- und Vierfußregister miteinander kombiniert. Diese Verstimmungen entstanden bei den Barockorgeln vor allem durch den Windverbrauch vieler großer Pfeifen. Schon ab ca. 1700 gilt das aber nicht mehr so kategorisch. Jetzt sollen sogar alle Register miteinander kombinierbar werden. Auch die Achtfuß-Grundstimmen untereinander. Denn ihre Klangfarben sollen einander zu neuen Farben ergänzen. Das nannte man den fremden Klang. Johann Friedrich Agricola schrieb in der Mitte des 18. Jahrhunderts etwa: Die Alten glaubten, dass 2 gleiche Stimmen von verschiedener Mensur, das sind die Durchmesser, übel klingen müssten, wenn sie zusammengezogen würden. Sind diese Stimmen gut gearbeitet und reingestimmt, so kann man die Alten alle Tage durch derselben vereinigten Gebrauch widerlegen. Ich habe in einer gewissen Orgel das liebliche Gedakt, die Fugara, die Quintadene und die Hohlflöte, alle von 8 Fuß, ohne irgendeine andere Stimme zusammengehört, welches eine schöne und fremde Wirkung tat. Soweit Agricola. Schöner kann man die Aufforderung zum Experimentieren eigentlich nicht formulieren. Um euch das zu zeigen, haben wir jetzt hier für die Aufnahme in unsere Kirche nach Sonnenbühl gewechselt. Wir werden euch gleich auch auf der Orgel zeigen, wie Kombinationen von 2 oder mehr Stimmen in gleicher Lage funktioniert. So lassen sich problemlos neue Klänge finden.
Probiert es auch mal an eurer Orgel zu Hause aus. Zum Beispiel gedeckt und salitional zusammen ist fast schon eine gängige Kombination in der Zwischenzeit. Aber probiert doch vielleicht auch mal aus, einen gedeckt 8 Fuß vom Manual 2 mit einer Flöte 8 vom ersten Manual zu mischen. Oder ihr probiert einmal die 4 Fuß Stimmen ohne 8 Fuß Register. Also eine Flöte 4 Fuß zusammen mit einem anderen 4 Fuß und beide vielleicht eine Oktave tiefer gespielt. Diese Kombinationen in derselben Oktavlage führen von Anfang des 18. Jahrhunderts bis in die Spätromantik Ende des 19. Jahrhunderts, in der die Orgeln fast nur noch 8 Fuß Klangfarben enthalten haben. Wir haben das Bild von Sonnenbühl ja schon eingeblendet. Das ist eine spätbarocke Konzeption. Wir werden gleich weitergehen nach Stuttgart-Bad Cannstatt. Das ist eine spätromantische Orgel. Ihr seht auch hier schon das Bild der Orgel eingeblendet. Ihr werdet es also gleich hören. Die Orgelschulen des 20. Jahrhunderts formulieren als Gegenposition gegen die Romantik aber ein Äquivalverbot, was in der Folge dann nur zu den spitzen und scharfen Klängen führt, die wir aus dem 20. Jahrhundert auch kennen. Das Prinzip einer Pyramide mit breiterer Basis, mit mehr 8-Fuß-Stimmen zusammen, wird dabei schon ein wenig vergessen. Wir greifen noch einmal die Mischung unterschiedlicher Registergruppen auf. Es ist durchaus erwünscht, Registergruppen zu mischen. Dann entstehen neue Klangfarben. Als Regel muss aber gelten, die Basis muss stimmen. Wenn die Grundlage zu schwach ist, also zu wenig Grundton vorhanden ist, dann stürzt die Pyramide ein. Ich demonstriere einmal die Gambe 8 Fuß zusammen mit der Oktave 4 Fuß, die im Klang zu wenig von diesem Fundament hätte. Besser wäre dagegen die Flöte 8 Fuß zusammen mit der Oktave. Denkt an die Funktion des Orgelspiels. Bei Chor- und Gemeindebegleitung soll die Orgel stützen. Das heißt, es ist gut, die nächsthöhere Lage kräftiger zu nehmen, damit die Begleitung auch gut hörbar ist. Möglich ist auf der anderen Seite, den Prinzipal 8 Fuß zusammen mit der Flöte 4 Fuß zu nehmen, wenn die Flöte nicht so leise ist. Das geht bei Pfeifenorgeln besser. Bei Elektronenorgeln kann es passieren, dass der 4 Fuß gegenüber dem 8 Fuß zu leise ist. Dann sollte dort eher nicht so gespielt werden.
Ein weiteres Schlagwort ist das vom Abdecken der Zungen. Auch das haben wir bereits in Folge 5 schon angesprochen. Vor ungefähr 1700 war es sehr verpönt, ein Zungenregister zusammen mit einem Prinzipal- oder Flötenregister zu registrieren, weil man dann die Verstimmung der Zunge zu deutlich hört. Ja, diese Verstimmung kann es geben. Nur nebenbei will ich noch einen Schalter erwähnen, den es in manchen Orgeln mit einem Knopf für das Tutti gibt. Dort kann man mit dem Schalter Zungen ab die Zungenregister der ganzen Orgel oder einzelner Manuale generell ausschalten, sodass sie auch im Tutti ausgeschaltet bleiben. Damit kann man vermeiden, mit dem Tutti eventuell einmal verstimmte Zungen mitspielen zu müssen. Zurück zum Thema. In Folge 5 haben wir erklärt, warum ein Abdecken der Zungen mit einem anderen Register sinnvoll ist. Das hat mit der Ansprache der Zungenstimmen zu tun. Man kann nun leichte Verstimmungen der Zungen durch einen Trick weniger auffällig machen. Wenn man die Zungenstimme nicht in derselben Oktavlage abdeckt, sondern eine Oktave darüber. Also wenn man ein Grummhorn 8 Fuß zum Beispiel mit einer Flöte 4 Fuß kombiniert. Der Klang wird dabei etwas heller, aber das kann man in manchen Situationen vielleicht auch gut so einsetzen. Ihr hört es im folgenden Klangbeispiel aus Leonberg. Die Aufzählung dieser zahlreichen Regeln war vielleicht etwas viel. Ihr könnt das Video natürlich gerne so oft anschauen, wie ihr möchtet. Auch die am Ende eingeblendeten Aufgaben können euch beim Rekapitulieren helfen. Auch wenn es viel war, möchte ich euch ermuntern, diese Regeln nicht als Verbote anzusehen, sondern als eine Reflexion über erprobte Kombinationen, die euch zum Entdecken eigener Mischungen anregen sollen. Bitte testet solche Kombinationen aber nicht während des Gottesdienstes aus. Das gehört zu einer Vorbereitung dazu, dass man sich überlegt, welche Gemeindestrophe man mit einer groß angelegten Klangpyramide begleiten will oder ob man für das Vorspiel einmal eine Lückenregistrierung einsetzen will, ob man zum Bußlied einmal eine schöne und fremde Wirkung haben möchte, indem man die Grundstimmen miteinander kombiniert. Seid kreativ und abwechslungsreich. Aber habt immer im Blick, die Registrierungen müssen zum Augenblick passen. Der richtige Klang muss zur rechten Zeit verwendet werden. Damit verabschieden wir uns für diese 9. Folge und freuen uns, wenn ihr bei der 10. wieder mit dabei seid. Da wird es um die Verstärkung des Basses gehen.